Ich bin Rajagal, Matriarchin der dunklen Templer, und heiße euch und eure Gefährten auf unserer Welt willkommen. Zeratul hat mir die Nachricht vom Fall Ayurs überbracht, und mein Herz ist voller Trauer. Ich bin einer der wenigen dunklen Templer, die alt genug sind, um sich an unsere alte Heimat noch deutlich erinnern zu können. Dennoch ist es klar, ganz gleich, wie tragisch die Umstände sind, dass das Schicksal unsere Völker wieder vereinigt hat. Wir, die dunklen Templer, werden niemals unsere Verbannung von Ayur vergessen, noch das, was die Konklave uns angetan hat. Doch ihr und eure Gefährten gehört nicht mehr zur Konklave. Das Beispiel, das euer gefallener Held Tassadar gab, hat gezeigt, dass unsere Macht unüberwindlich ist, wenn sich die hellen und die dunklen Seiten unserer Energien vereinigen. Aber Matriarchin, die Zerg, die uns hierher folgten, sind völlig anders als alle Feinde, denen sich die Protoss bisher gegenüber sahen. Ihr sprecht die Wahrheit, Judikator. Doch hier schlummert eine Macht, die uns helfen wird, die Zerg auf ewig von Shakuras zu vertreiben. Vor langer Zeit waren wir dunklen Templer Nomaden. Als wir jedoch ein ungewöhnliches Monument auf dieser Welt fanden, beschlossen wir, dort zu bleiben, um es zu studieren. Wir entdeckten, dass es sich bei dem riesigen Gebäude in Wirklichkeit um einen alten Xel'Naga-Tempel handelte, der jenen Wesen geweiht war, die uns alle erschaffen haben. Der Tempel steht über einer Zusammenballung mächtiger kosmischer Energien. Könnten wir diese Energien anzapfen? Dann sollten wir jetzt zuschlagen. Jetzt, solange die Zerg ihre Streitkräfte noch zusammenziehen. Leider ist das nicht möglich. Um die Energien des Tempels richtig zu bündeln, brauchen wir die Zwillingskristalle, Urash und Kalis. Der Legende nach wurden sie vor langer, langer Zeit getrennt. Urash enthält die hellen Templer-Energien, während Kalis aus der Energie der dunklen Templer besteht. Nur wenn wir diese beiden Kristalle gemeinsam benutzen, können wir hoffen, die mächtigen Energien des Tempels zu bündeln. Nun, so müssen wir diese Kristalle finden, wo immer sie auch sein mögen. Gut. Doch zuerst müssen wir uns um die Zerg und deren zwei Zerebraten kümmern, die sich bereits um den Tempel herum verschanzt haben. Zu den Waffen, meine Kinder. Säubert den Tempel von dieser üblen Verseuchung. Jo, und damit willkommen zur Mission 3. Ich habe zwischendrin im Briefing mal kurz umgestellt auf den alten Grafikstil, weil gerade Rassagal sieht ganz, ganz anders aus im alten Protea als im neuen. Auch Hatanis hat sich einiges geändert in den neuen Grafiken. Ja, wir müssen Zerebraten vernichten, nichts Neues eigentlich. Wir haben jetzt Dark Templar, heißt, das sollte machbar sein. Denk daran, junger Templar. Zerebraten können nur mit den Waffen und Energien der dunklen Templer vernichtet werden. Meine Brüder werden mit jedem Zerebraten kurzen Prozess machen. Okay, das heißt, in der Mission sind wir jetzt drin. Ja, wir haben die Tees. Unsere Sensoren zeigen an, dass die beiden Zerebraten von Sporenkolonien umgeben sind. Wir werden unsere Schiffe der Korsar-Klasse ausschicken, um ihre Verteidigungsstellungen zu neutralisieren. Okay, also da kommt gerade Unterstützung. Ja, Korsare kommen neu mit dazu in dieser Mission. Die haben eine ganz lustige Fähigkeit an und für sich. Schimpft sich Disruption-Net. Disruptionsnetz. Disruptor-Netz. Hat die tolle Fähigkeit, dass alles, was da drunter ist, kann ich schießen. Wunderbar. Also wir können die Basis hier freimachen. Wir haben da relativ schnell eine zweite Basis. Und ich glaube, ich brauche die Disruptor, weil unser Gegner auf einer Insel ist. Es gibt keinen Fußweg. Heißt, wir müssen das im Luftweg alles erledigen. Auf zum Angriff. Oh, endlich. Das sieht mal sehr stark danach aus, oder nicht? Ich wusste, ihr würdet meiner Meinung sein. Fast Expand. Bereit für den Kampf. Weil wie ihr hier seht, ja, hier gibt es wirklich nur eine Insel. Ich brauche hier gerne mal einen Pilen, wenn ich glaube natürlich, unser Gegner greift natürlich dann auch nur mit Drops an.
Sobald hier mal genügend Platz ist. Eigentlich Platz. Doch, Platz hier. Sobald der Kriecher weit weg genug ist, kann ich endlich auch mal vernünftige Sachen bauen. Ich denke, wir brauchen einen Shuttle brauchen. Dass wir Einheiten reindroppen können. Denn so schön Korsare auch sind, sie können nur Luft angreifen. Alles, was auf dem Boden steht, ist für Korsare nicht angreifbar. Und das ist im Generellen, würde ich mal behaupten, ein Problem. Ansonsten bauen wir hier noch das Gas voll. Hier oben dann eben mit den Fördermineralien. Are you fucking serious? Lass mein fucking Pfeil in Ruhe. Okay. Könnt ihr mal bitte alle Linge entsorgen? Danke. Natürlich, jetzt habe ich einen Pylon verloren, jetzt brauche ich neue Pylons. Der Overlord hier hat das reingetropft. Bin ich mir absolut sicher. Also wir bauen noch gleich mal hier Schmiede. Ah ne, erstmal eine. Einfach nur für Cannons. Ich habe hier immer noch das Geld für den Nexus, der eigentlich gebaut werden soll schon länger. Dann gehst du auch hierher, dass wir überall hier mal ein paar Cannons platzieren. Dass ich eine Defense habe. Ich habe das Gefühl, ich werde hier öfters mal gedroppt. Da haben wir dann ein paar Probes drin. Doch einen südlichen Pylon. Der ist alles abdeckt. Ich dachte, ich hätte gerade eine Probe dazu geschickt und Gebäude. Doch. Okay. Heißt hier. Cannon. Und Cannon. Hier oben kannst du gerne noch einen Pylon setzen. Ich bin eh bald wieder Supply blockt. Und du hier kannst dann auch noch Cannon setzen. Dazu brauche ich ein paar mehr Mineralien. Ich denke auch so drei Cannons. Stellen die Tees hier mit rein. Das ist mal für die präventive Verteidigung, dass ich hier nicht ständig angegriffen werde. Die Cannons halten es auch nicht viel aus, aber solange sie einfach den Gegner dran hindern können, in meine Basis ziehen, da kommt nicht schon die nächste Scheiße. Ja, soviel zu ersten Cannon. Da kommen überraschend viele, muss ich ehrlich sagen. Also Einheiten. Und dann gehen wir hoch. Denn wir brauchen hier oben mehr Props an den Minerals. Hier, das sieht nach genügend aus. Was wir fabrizieren hier oben. Aber forschen gleich mal dann das Schild-Upgrade, weil das auch für die Cannons zählt. Dann leben die wenigstens ein bisschen länger. Ich glaube, ja. Wir machen hier nochmal eine Cannon-Plattform. Wir opfern einfach einige unserer Mineralien, um uns abzusichern. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ein Kakaru! Chirp. So, damit. Das mit den Minerals hier auch mal besser. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das Upgrade. Ich sehe euch alle. Geht's mir auf den Sack. Also nicht, welche Seite ihr angreift. Ihr greift hier unten an. Titis! Komm, lauf die hier hin. Damit geht's ja auf mein Templar-Archiv. Das hält wenigstens ein bisschen was aus. Aber wie gut, dass die Heidwas so dumm sind, was Zielsuche angeht. So, damit haben wir ja auch die Minerals. Jetzt sollte ich mal meinen Tech so langsam auf Vordermann bringen. AKA, wir brauchen Shuttles. Ich setze hier auch mal noch einen Pylon. Denke ein paar Cannons.
Ah ja, ich kann nicht shiften. Nach wie vor nicht. Das Upgrade können wir mitnehmen. Und hier eine Randgruppen peilen. Ansonsten. Wir forgen das noch ein bisschen mehr. Damit wir ultimativ Updates fabrizieren können. Dann. Gateways. Okay. Minerals. Hier noch ein paar Probes mehr. Cannons, Hammer. Und jetzt hier. Upgrades. Viele, viele Upgrades. Meine Korsare leben alle noch. Heißt, ich habe da relativ wenig Probleme, die Disruption-Netz zu setzen. Und ich denke, wenn ich meine Einheiten mal drüben habe, kann ich relativ schnell Fuß fassen. Ich glaube nicht, deren Bodenverteidigung ist nicht so gut. Aber meint ihr, die würden mich mal in Ruhe lassen? Tun sich schon den geilsten Winkel aus, um mich zu nerven. Upgrade komplett. Ja, unsere Upgrades machen Fortschritte. Ich kann das Support-Dock bauen, damit ich das Speed-Upgrade für die Shuttles habe. Observatorium ist für mich relativ unnötig. Aus dem Grund, weil Observer gegen die ganzen Spore-Crawler sowieso nicht lange leben. Also sehe ich überhaupt keinen Grund, ein Observatorium zu bauen. Aber wir prügeln uns hier immer noch mit Cannons voll. Damit wir endlich mal jede Außenkante unserer Basis soweit abgedeckt haben. Ja, Shuttles, also wir brauchen das zweite Gas überhaupt nicht. Es reichen hier wirklich nur die Minerals. Are you fucking kidding? Die finden jedes Mal das Ding. Meine Defense nicht gut ist. Wie viele Cannons soll ich hier denn noch bauen? Aber hier kann ich gar nicht überall bauen, weil hier unbebaubares Gebiet ist. Okay, das Support Dock ist ernsthaft. Das Shuttle Speed Upgrade kriege ich nicht. Ist jetzt gemein. Sind alle gemein zu mir. So. Der Pfeil entsteht. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwann mal safe bin. Wahrscheinlich droppen sie als nächstes hier. Ich sehe es schon kommen. Mir scheint mein Gegner ist gar nicht so dumm, wie ich das die ganze Zeit annehme. Upgrade komplett. Upgrade komplett. Nicht genügend Mineralien. Ja, haben wir gleich. Ja, wie man sieht. Gasprobleme habe ich nicht, ich habe hauptsächlich Mineralienprobleme. Yay, ich wäre mal ein Drop-Up. Oh mein Gott. Endlich. So, wir haben drei Shuttles, zwei Shuttles voll mit Einheiten. Die DTs kann man nachträglich abholen. Die DTs brauchen wir eigentlich nur, um die Gebäude zu finishen. Komm, tötet den Overlord. Jawohl, da sind Einheiten nämlich drin. Ich sehe euren Winkel. Ich weiß, wo ihr das Nexus droppen wollt. Ich lasse euch nicht. Jo, im Prinzip warte ich nur auf noch die guten Upgrades. Danach können wir so ziemlich lospushen. Einfach konstant Shuttles bauen. Konstant Dragone bauen und gucken, dass meine Upgrades weiterlaufen. Als nächstes kommt Schild Nummer 3 dran. Und dann kann ich auch mal. Ich glaube, ein bisschen. Wobei, nein, ich brauche keinen Gas. Nope, nope, nope. Upgrade komplett. Denn bis die Upgrades fertig sind, habe ich wieder genügend Gas zusammen. Und mit 4 Warp-Knoten baue ich automatisch 2 Shuttles voll. Müssen die vollen Shuttles mal
gleich mal zur Seite fliegen. Zudem habe ich hier immer noch 4 Dragoner, die ich einladen kann. Ist ja nicht so, als ob es mir an Material fehlt. Kann ich shiften, wer das eingeladen wird? Das kann ich shiften, okay. Okay, erst ihr 3 seid voll. Ihr voll. 5 voll. Bauen nochmal eine Runde. Danach warten wir auf das Gas hier. Und bauen nochmal eine Runde Shuttles und bauen einen Pylon. Natürlich bauen wir Pylons. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Okay, wie viel, was hat man noch alles gebaut? Okay, die Ladung an Dragonern wird gebaut. Ja, die Sorgs sind jetzt hier wahnsinnig unruhig. Sie sich denken, ich will da drauf, aber das sind Cannons. Trau mich nicht da zu droppen. Und somit ein weiteres Shuttle voll. Wir werden angegriffen. Eine Queen. Ist hier natürlich auch mit am Start. Okay. Ja. Mehr Shuttles. Wie gesagt, wir warten auf die Upgrades. Ich lege jetzt einfach mal eine Runde Salads ein. Ich glaube, Salads droppen ist auch ganz sinnvoll, dass ich ein bisschen Tank-Unterstützung habe. Das wären dann 12 Salads. Kann ich nicht mehr in den nächsten Upgrades nochmal gemütlich andrücken. Attack Upgrade, Schild Upgrade, Rüstungsupgrade. Na komm. Warte, fertig, danke. So. Wir haben eine ganze Horde an Shuttles mit Dragonern beladen. Hier noch ein paar Dragoner so. Wir haben unsere Korsare nach wie vor in alter Frische. Ja, okay. Damit haben wir nicht noch einen Shuttle voll mit Zerloten. Und wir haben es immer wieder so Blyblocked, aber wir greifen jetzt sowieso an. Wobei, soll ich das Upgrade noch abwarten? Das ist für mich gerade so ein Punkt, den ich nicht sicher bin. Damit komme ich hier noch raus zwischen den Pylons. Ja, meine Mineralien hier werden sowieso weniger. Wir holen uns nochmal ein Shuttle voll mit Salads. Das sollte wohl reichen an Shuttle-Flotte, oder? Ich bin bereit. Heißt 1, 2. Aber unser Move ist. Unser Move ist strunzsimpel. Ich bin bereit. Weiß nicht, ob das. Ja, ich bin nur mit dem Winkel nicht zufrieden. Ich möchte auf einen bestimmten Winkel reingehen. Ich denke. Linker Kartenrand. Okay, da sind welche. Wie, nicht genügend Energie? Are you fucking serious? Egal. Wir können einfach droppen. Wir haben so viele Shuttles. Sogar noch einer hat ihn geladen. Sehe ich das richtig? Wir sind gelandet. Der Adler ist gelandet. Damit haben wir jetzt auch einen Ort, an dem wir weitere Dinge reindroppen können. Wir fliegen unsere Shuttles mal kurz hier rüber. Und wir unsere Einheitenproduktion auch wieder vernünftig aufnehmen. Dass wir die nächste Welle reindroppen können, währenddessen ein Trupp hier. Hier ist ein Zerrebrat, ich denke, nächste ist gleich daneben. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Kommen viele Linge rüber, muss ich tatsächlich sagen. Guck, meine Dragonen sind ja auch ziemlich gesplittet. So, wenn ich den snipe, danach wird der Schwarmstock gesniped.
Ne, der Down ist, können sie keine Einheiten mehr nachproduzieren. Es ist keine lästigen Hypers mehr. Was stimmt mit euch eigentlich nicht? So. Wir laden ein weiteres Mal alles ein. Und bringen nochmal Unterstützung rüber. Und das wird das... Die Zerebraten könnt ihr in Ruhe lassen, der ist nicht wichtig. Wir können hier einen Shuttle gleich mal mit den TTs beladen. Was war das denn bitte? Da waren... Da ist nochmal ein Crawler, wa? Okay, wir haben unsere Shuttles hier. Ausladen. Und du bist das TT-Shuttle, wunderbar. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Ihr könnt den ersten Zerebraten gleich mal exekutieren. Ich meine, 3-3 Upgrades, das geht relativ fix. Tot. Jetzt lassen wir euch nochmal vorwärts pushen. Zusammen mit euch. Und euch. Währenddessen. Schau ich einfach, dass ich meine tollen Zelts, meine dunklen Tempel am Leben halte. Und sobald genügend Raum frei ist, gehen wir auf das Ding. Ah, noch nicht. Wir haben keine, zu wenig Zelts. Meine Dragonen sind gerade ein bisschen zu dumm. Wir tanken ein bisschen mehr Damage. Ihr seid auch zu dumm. Lasst das Ding den dunklen Templern und damit erledigt. Oh nein. Gut gemacht, mächtige Protoss. Ich freue mich zu sehen, dass ihr alle noch immer so gewalttätig seid wie eh und je. Kerrigan, was für ein übles Spiel treibt ihr? Entspannt euch, Krieger. Ich bin nicht hergekommen, um gegen euch zu kämpfen, ob ihr es glaubt oder nicht. Das ist lächerlich. Erwartet ihr wirklich, dass wir eure Absichten hier für ehrenhaft halten? Dass diese Zerg nicht unter eurem Einfluss stehen? Hört zu, die Zerebraten, die ihr getötet habt, waren auch meine Feinde. Wenn ihr mich das Ganze erklären lassen würdet, bin ich sicher, dass ihr versteht. Ihr seid der Feind aller lebenden Wesen, Kerrigan. Weshalb glaubt ihr, dass wir irgendetwas mit euch zu tun haben wollten? Weil ich dir von einer Bedrohung berichten werde, die uns alle betrifft, Zeratul. Ich werde dir alles erzählen, was ich weiß, wenn du die Güte hättest, mich zu eurer Zitadelle zurückzubegleiten. Nun gut, Kerrigan. Wir werden hören, was ihr zu sagen habt. Aber seid gewarnt. Verrat werden wir hier nicht dulden. Und damit Zerebraten getötet, Mission 3 erledigt und Kerrigan ist auf Shakuras aufgetaucht. Wobei war Shakuras nicht eine versteckte Welt der Protoss? Woher weiß Kerrigan, wo Shakuras ist? Eventuell von Zeratul? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Kerrigan ist aufgetaucht. Und wenn Kerrigan da ist, das kann nur gut werden. Ganz klar. Ja, das war Mission Nummer 3. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.